Oh, es war offiziell. 2 Wochen inaktiv, 2 Wochen nichts gemacht. Es war, gell? Ihr wisst nicht, es war der Champions! Wir sind nach 2 Wochen zurück mit Champions League. Ich habe keine Ahnung, ob ihr mich seht. Es ist auch absolut egal. Ich bin gerade vom Arbeiten heimgekommen. Wartet eine Sekunde. Es war wirklich offiziell. Mein Zug HB fährt in einer halben Stunde auf Bern. Es ist komplett spontan, dass ich überhaupt an den Match gehe. Komplett spontan. Mein Handy hat keinen Akku. Es war wirklich. Es ist in einer halben Stunde der Zug. Mein Weg an HB ist gefühlt eine halbe Stunde. Das heisst, jetzt gibt es kein richtiges Intro. 2 Wochen Inaktivität. Ich erkläre euch im nächsten Super League oder irgendwo einfach mal. Es kommen sowieso noch Barca-Vlogs und Bergsteiger-Vlogs, wo wir einen Berg hochgewandert sind. In der Nähe vom Berner Oberland. Vor 2 Wochen mit dem gleichen Homie von heute. Aber lasst mich jetzt einen kurzen Moment. Ich stresse. IBE International gegen Aston Villa. Ich mache jetzt gerade nicht so ein richtiges Intro wie sonst. Aber ihr wisst, genau, international, jeder wird unterstützt. Und ihr wisst, was für geile Erinnerungen das letzte Champions League gegen City mit dem Elia-Goal. Roter Stern wird auch kommen. Inter wird kommen. Atalanta, Bergamo. Ich blende jetzt nichts ein. Ich tue das alles nachher einblenden. Jetzt mache ich mich parat. Cruise an HB. Hoffentlich schaffe ich den Zug. Und sonst werde ich spät ins Stadion kommen. Aber ihr seht es. Nichts frisch machen, nichts dies und das. Ganz simples Intro. Wir sehen uns gerade wieder. Ciao, ciao. Es war offiziell. Der Zug kommt. Joho, der Zug. Hey, Jungs, Mädels, Männer, Damen, Herren, was auch immer. Oma, Opa, Onkel, Tanten. Aua. Wir bleiben jetzt auch ruhig und nehmen es gelassen. Wie zu Bären, oder wie zu Bern. Wir nehmen es gelassen. Wir lassen uns auch nicht stressen. Hey. Und dann sehen wir uns auch wieder, wenn wir im Wankdorf oder zu Bern am Hauptbahnhof sind. Wenn wir dort sind, sehen wir uns auch wieder. Bis gerade, Giele. Hä? Bis gerade, Giele. Ja, bis gerade. Juhu. Es war offiziell. Warte. Der Bruder, mein Bruder, steht jetzt vorne. Alter, die Fahrt. Es darf niemand wissen, wenn ich das recorded hätte. Ich glaube, das wären so 80 Anzeigen, 80 Kriminalfälle oder so gewesen. Ja, geschafft, mein Bruder. Das ist der maximal Premium-Modus. Oh, nie ein Platz da jetzt random. Feedcheck. Oh. Stress-Feedcheck. Schau mal, da. Dirty, dreckig vom Schaffen. Alter Schwede mit dem Bra! Gerade auch wieder mit der Galatasaray. Ey, das Intro und all das ist nicht so seriös. Aber ihr könnt euch an Gala, IBE erinnern, wie legendär der Vlog war. Einfach nur der Hammer. In 8 Minuten fängt das Spiel an. Ich muss noch kurz den Tank leeren, mich leichter machen. Und dann sprinten wir ins Wankdorf. Debra. Ich würde jetzt nicht sagen, wie er, also ihr seht, was er macht. YouTube-Richtlinie, oder? Darum hebe ich die Hand für. Debra hockt irgendwo ober der Ostkurve und ich im C. Einfach aus Respekt vom Filmen. Ist mir wurscht, welche Kurve in der Schweiz. Einfach nur aus Respekt. Aber währenddem, ich kurz. Es muss so gemacht werden. Währenddem, wir schauen ganz kurz auf die Aufstellungen. Und ich sage euch, also. Der Elia, der Meschak, wieder nicht der Startelf. Ich verstehe es nicht. Der Gambola und der Ugrinic haben aber gegen Gala einen super Markt. Deportivo La Coruña, sorry, dass ich vor dir. Entschuldigung. Deportivo La Coruña war hinter uns gewesen, ein Auto. Aufstellungen seht ihr immer noch im Hintergrund. Ich blende euch auch Formen ein. Erst die von IBE, dann blende ich euch die von Galatasaray ein. Es kracht. Erst die von IBE und dann die von Aston Villa. Abgesehen von den Formen, die ich euch beide eingeblendet habe. Ihr seht, Alter, Emi Martinez, der Weltmeister-Goalie, er hat übertrieben. Ich wette, er provoziert heute wieder. Ich hoffe auf ein 2-1, aber ich denke eher ein 1-2 für Villa. Und nebenbei, jetzt, wo ich kurz entleert bin und wir ganz schnell zum Wankdorf gehen, Richtung Wankdorf, ey, schaut mal Transfer-Spending so von Villa. Also ihr wisst, Gala ist schon als Favorit gegangen. Ich blende euch das an, ich vergessen. Schaut, der Migros Represent in Bern sogar hinter mir. Gala
hat auch eigentlich Favoritenkarten heim und auswärts gehabt. IB, ihr seht das Resultat, ihr seht den Schweizer Club, den Berner Verein, was er gemacht hat mit Galatasaray. Heim 3-2 gewonnen und auswärts 1-0. Keine Bude kassiert. Aston Villa ist ein Premier League Gegner. Sie sind nicht so konstant diese Saison. Es ist eine schwere Aufgabe, wie gerade vorher in der Aufnahme gesagt. Ich denke tendenziell 1-2 für Villa aus Berner Sicht, Schweizer Sicht. Ich hoffe auf ein 2-1 für IB. Oder wenn es ein Wunder gibt, der Eli oder Meschak oder noch reinkommt, Gomvula. Es kann ein 3-1 geben, wenn es wirklich der beste Match wird gegen Gala. Noch besser als gegen Gala. Patrick Rahmen, europäisch ungeschlagen in der Liga. Nicht der beste Trainer, haben wir auch bei Basel gesehen. Egal, wir lassen es auf der Seite. Bro, Prediction von dir. Ich habe meine gesagt, was sagst du? Ungefähr, realistisch. Sagen wir 1-1. 1-1. Also Villa macht ES Goal, habe ich das Gefühl. IB auch. Also du sagst fix 1-1, oder? Ich sage eben, ich hoffe auf IB. Ich hoffe auf IB. 1-1, 1-2 Villa realistischer, aber wir hoffen auf IB. Bis gerade, wir rennen jetzt ins Bankdorf. Ja, offiziell gsi. Hymne schon laufen. Oh, offiziell gsi. Offiziell der Sprint. Der Sprint. Bro, bitte, hier gehör ich her. Hier müsst ihr heim. Schaut, ich muss den da stehen. Der Bra verabschiedet sich Oberkurve. Kuss. Nochmal an beide vom Ticket. Hey, vielen Dank. Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Ein richtiges Intro, Comeback. Oder was heißt Comeback? Wir haben einfach eine kurze YouTube-Pause wegen Family, Friends und eigener Generation gemacht. Aber Erklärung und alles, Dankeschön, wird es noch geben. Aber jetzt gehen wir ins Wankdorf und geniessen Champions League. Szenenplatz, ich bin einfach da hingekocht, der Brüder. Neben den ersten Villa-Fans. Spiel ist im Hintergrund ab. Ich bin absolut allein in dieser Reihe. Die Brassen neben mir sind weggegangen. Schau mal. Jetzt, ich erwarte von IBE, ich erwarte eine richtig starke Stimme. Ich hoffe, IBE holt den Sieg für die Schweiz und die Bern. Und ey, im Wankdorf, ich bin schon amigs nah am Auswärtssektor gekocht, aber so nah, ich bin glaube ich noch nie gekocht. Schau mal, da ist das Auswärtsgoal und da gerade der Sektor. Ich versuche nicht zu weit reinzufilmen. Warte mal, nein, Konter auf dem McKinn, spiel den doch besser. Oh, zu gefährlich. Oh. Gut, 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 wichtig. Ruhe, 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 von Malmos. Wieder zurück von der Verletzung. Rajopi hat ja gut übernommen. Bruder Rajopi, sage ich so. Marvin Keller hat gut übernommen, aber der Radin von Malmos ist hier voll und ganz fit. Super, Mikko. Tschüss. Bitte. Bruder. Ja, gute Position, kaum mehr Zugriff, ich mach den Freistoß. Nur ich kann, aber gut versucht. Ich meine, ein Schuss in die Mitte, ein Emi Martinez, auch wenn er provokant ist, das hat den Grund, warum Argentinien WM gewonnen hat. WM, ohne ihn, die wären Copa Americas, WM und auch die letzte Copa America nicht so weit gekommen, wie sie sind. Also der Emi Martinez hat eine riesen Weltklasse und gehört locker zu den Top 7 Goalies auf der Welt, meiner Meinung. Und da lange den Freistoß in die Mitte nicht. Auch wenn es ein guter Schuss mal auf die Bude ist, um zu zeigen, dass man da ist, aber das lange nicht gegen Emi Martinez. Gut Vorflug. Oh! Weiter! Kolle! Nein, Emi! Martinez, schuss! Oh! Ugrinic! Oh, der erste gute Vorschuss von Ivan und weiter von mutig 12. Minute. Der Fans? Nein, Offside, wegen der Fans, haben wir gesagt, wir gehen nicht auf den Gambola, gegen den Offside. Ajan! Oh! Nein, Phase, Idee vom Ajan, Grundverteidigung, bitte, hinten rum. Ja, sicher auf der Fombalmos, Alter, wie der Ajan sich durchgesehen. Spiel unter Ajan und Villa-Spieler am Boden. Hoffen wir auf einen Warben, halt irgendwie, auch wenn es niemals ein ist, aber der Ajan, genau mit dem Villa muss ich eben durchsetzen. Hey, der Clip, es ist so komisch, irgendwie Engländer Kurven. Stellt euch vor, sie stellen sich gegen die krassesten Schweizer Kurven. Sie haben auch keinen Kapo. Und die Stimmung bis jetzt von den Engländern, ich komme neben dem Block von IB. Ihr hört jetzt dann, macht deutlich bessere Stimmung.
nochmal einen Standard durchnimmst. IBE viel mehr gemacht bis jetzt. Also wenig passiert, aber IBE mehr gemacht. Oh, Emi. Martinez hat schon. Durchnimmst, noch nicht weg. Ole. Versuch. Ich sage, ich bin mutiger und ich probiere mehr. Ihr hört es ja, glaube ich, an der Stimme. Okay, aufpassen. Lange nicht eigentlich im Spiel passiert. Der Spieler ist nicht der beste Champions League-Match. Warte mal. Oh, weg. Ja, aber gut. Lauber mit der vierten oder fünften Champions League in der Karriere. Muss die Mannschaft eigentlich antreiben mit der Erfahrung. McKinn. Jacob Ramsey. Oh, wie würde das jetzt eigentlich? Viel können sie Ecke. Erste Ecke für Aston Villa. Kurtus. Riesenvariante. Variante. Billig, richtig billig für eine Standardvariante. Ausspielen von Juri Thielemans. Du kannst doch nicht für einen Standard so eine Bude bekommen. Komm mal, muss dem Schiedsrichter, ich hoffe, der War macht noch etwas. Ich hoffe es wirklich. Ich hoffe, der War macht noch etwas. Aber es ist auch billig, wenn man sich so ausspielen lässt. Und Villa hat nicht einmal ihre Premier League-Klasse eigentlich zum Vorschein gebracht. Bis auf irgendwie 1, max 2 Einzelaktionen und führen jetzt mit 0-1. Und jetzt hören sie im Hintergrund. Jetzt sind die Engländer nur. Sie haben keine Kurven im Land. Okay, ich übertreibe. Liverpool hat schon krasse Fans. Es gibt schon Vereine mit krassen Fans. Aber ey, Aston Villa bis jetzt fantechnisch die schlechteste, die ich im Bankdorf erlebt habe. Vielleicht gleich mit RB Leipzig, dort rum. Gar nichts vom War. Vom War im Hintergrund sicher gecheckt worden, aber nichts gemacht. 0-1 gegen den Spielverlauf. Besser gesagt, eigentlich nicht gegen den Spielverlauf, sondern gegen das Risiko, das IBE eingegangen ist. Sie haben mehr gemacht, mehr probiert. Und dann passiert das 0-1 absolut unverdient, meiner Meinung. Ich verstehe echt nicht, warum IBE jetzt irgendwie so ein bisschen in ein Loch gefallen ist. Nicht so schlimm wie der Super League. Klar, weit weg schwierig ist, wieder irgendetwas, mach was du willst. Schiedsrichter, keine Ahnung, was sie machen. Wie ich mit einem Schiri-Kurs, ich mache es besser. Aber ey, IBE muss das Selbstvertrauen vom Galaspiel bekommen. Auch wenn man in Rückstand ist, oder auch wenn man einen Ausgleich kassiert von einem 2-0, oder jetzt 0-1 im Rückstand ist und nicht einmal im Führer war, sie müssen zurückkommen. Ich hoffe, mental machen sie das. Und ich glaube, der Rahmen schafft es. Oder hat es geschafft, eigentlich die Mannschaft so ist. Ich bin wirklich davon überzeugt, IBE immer noch die stärkere Mannschaft. Sie müssen einfach mental stark bleiben und dann holen sie das 1-1 oder vielleicht sogar das 2-1. Ugrinic im Hintergrund. Im Stand. Ah, wieder in die Hand. Wieder zu dominant ist im Fünfer der Emi. Oh. Super Bewegung. Ja, Klapper. Ja, Ruhe. Oh, vielleicht auf der Kohle. Glücklich auf der Kohle. Gang, prima. Gut, hat. Nein, so gut hinterlaufen und er bringt so einen Ball. Oh, komm, weg. Wieder letzte Kohle. Oh, je. Nein, Penalty, 1000% Penalty. Hey, nein, komm, bitte. Wie kann man so ein Slapstick-Bruder bekommen? Nein, Mann! Ey, komm, Mann! Engländer am Jubel, es ist unglaublich unverdient. Das ist einfach nur Come on, nein, Alter, wirklich! Es ist so schlecht, ey! Bitte, Absprache! Wie kann man so einen Fehlpass machen im eigenen Fünferraum? Nein. 0-2. So ein bitters 0-2. Mach irgendetwas, war. Es ist genau gleich.
Nein, es ist abgepfiffen. Goal zählt 0-2. Für den ersten Villa genau gleich. Ja, der jetzt werden es gut. Jetzt, wo es 0-2 führen. Vorher nichts, die englischen Fans. Via DM, aber egal. Spanien ist Europameister geworden. Aston Villa sowieso, was wollen die machen in der Champions League? So, ich habe einfach wirklich seit der EM ein Problem mit englischen Fans. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist einfach ein Problem. Einmal Konter. Bitte. Vor der Hand. Nein, komm mal. Block! Es ist offiziell gewesen. 0-3. Der erste Halbzeit. Es ist gewesen. Watkins Goal. Also das wird gar nicht vom Barcek. Ibe muss sich rappen. So eine Performance. Was nicht europäisch zeigen. Ach, Rettig, bitte. Wieder überprüft, komm. Rett. Oh, Hans, ja. Hans, Ruhe jetzt. Ruhe von den Engländern. 0-2 ist alles wieder drin. 1-42 ist alles wieder drin. 0-2 unter mein Etnas. Aber Engländer sollten mal lieber ruhig sein. 0-2, ganz wichtig, Ibe muss sich jetzt raffen. Das ist krass, das ist im Fall krass. Ich habe nicht gezeigt, aber die ersten Villa gerade Ibe im Griff hat. Und der Ball einfach laufen lassen, ist Unai Emery. Klasse. 0-2, Halbzeit. Abpfiffen zwischen der SC Ibe und der ersten Villa. Ganz kurz, danke, Lehrer. Und dann kommen wir zu den Stats und Halbzeit. Ei. Für die IBE aufstellung der Nummer 20 Chef Nias kommt auf dem Feld. Nias kommt rein. Elia kommt rein. Nein, der Nias kommt rein. Elia kommt rein. Der Elia, endlich der Elia. Wir sehen Stats im Hintergrund. Es ist wirklich IBE. Ich weiß nicht, was passiert ist. Diego Carlos, Innenverteidiger, Brasilianer, Ex-Sevilla ist reingekommen. Ich verstehe nicht, wie man so kann. Number 20, BSC Young Boys. Geile Sieger, Alter, geile Jungs. Gruß geht raus, Mann, an die Jungs. Geile zwei Berner, geile Jungs, korrekt sind. Aber weiter, ich habe keinen Plan, wo ich stehen bleibe. Wir haben wirklich null Plan. Es ist einfach bitter, nach 20 Minuten so reinstarten und dann einfach richtig unnötige Buden bekommen. Richtig unnötige Buden von Villa. Und dann Villa, ihr seht es ja von den Stats. Es ist schlussendlich verdient von den Stats. Sie sind dann mehr reingekommen, IBE unsicherer geworden. Nicht das Spiel wie gegen Gala gemacht, eher so in der Super League. Und jetzt sind wir in der 48. bei einem 0-2 in der zweiten Hälfte. Bitte jetzt, Gondola. Okay. Wenigstens mal ein Standard. Vielleicht braucht ihr so einen. Bring den. Er kommt. Nochmal einen. Er ist abgestoßen. Passen. Ganz stark. Über außen Fußball. Unai. Eme. Oh! Komm, mal muss retten noch vor dem 0-3. Der Punkt lebt immer noch 64. Ladies and Gentlemen, BSC Young Boys would like to thank 31,500 spectators in Bern for joining the match. Ausverkaufte Bude, Glück! Aber da neben mir niemand kommt, aber ausverkaufte Bude, Ibe. Endlich wieder mal mit Stimmung und mit einem Vorstoß. Elia, vielleicht direkt nochmal. Komm, press. Press. Komm, Lauper, komm rum. Faltorientierung. Gut auf Feitspiel. Nicht, blicken, bitte. Nein! Komm, schäm dich, Mann. Dann bleibt der Engländer so liegen, Mann. Nein, es ist unglaublich. Ich kann es nicht fassen. Starke Finte. Die Idee ist gut. Komm, lass nicht zu Ugrinic. Das ist ein Emi Martinez. Lass sich nicht auf der Ruhe bringen, egal was er hinter dem Rücken hat. Oh, Villa. Rücken.
nicht einmal realisiert. Ich sage euch ehrlich. Ich habe nicht mal gecheckt, dass es ein Goal ist. Oh! Nein. Der Duran, ich habe gesagt, Riesenstürmer. Sie jubeln komplett vor der Berner Kurve. Nein, das läuft nicht. Egal, was ich von welcher Kurve halte, von welchem Club, das läuft nicht. Nein. Der läuft nicht. Der dient, dass sie so angemacht werden. Sonst wird ich auseinander auf YouTube. Tor wird überprüft. Es ist eigentlich irgendwo im Vorfeld da ein Handy. Es muss ein Handy sein. Du darfst nicht so vor der Kurve jubeln, so Eiris. Oh, Goal noch zurückgenommen worden. Eiris! Unter mein Eiri! Jetzt sie zeigen 2-0, so ihre Mentality. Sie werden im Achtelfinale auseinandergenommen, wenn sie mir auch weiter schaffen. Oh, egal, ich gönne jedem. Es ist auch schlecht, es ist ein schlechter Charakterzug von mir, aber nein, Engländer, ich kann es wirklich nicht ernten. 80. Minute. Und weiter, schau, wenn er sich am Boden klagt. Tschüss. Sprecht euch doch ab! Nein, Ukraine, Lia, redet doch nicht miteinander, bitte. Riesenbude von Onana. Alter, ist das ein Riesenbude gsi. Es ist offiziell gsi. Ein Punkt im ersten Spiel von diesen Champions League Playoffs. Das 0-3, ich hätte nicht gedacht, dass ich 0-3 die Schnur bekommt nach dieser starken Europaleistung gegen Galatasaray Istanbul heim. Und auswärts, klar, es hat Minuspunkte und Mankos gegeben. Der Onana tut auch wieder richtig Kurve jubeln. Es gehört sich einfach nicht, es ist einfach lächerlich. Egal, ihr wisst, was ich von den Engländern halte. Es ist lächerlich. Ich blende währenddem ich habe euch schon lange eigentlich gut eingeblendet. Riesen Weitschuss ins untere Eck. Auf dem Kunststrasse rutscht er rein. Keine Chance für den Fonball, was es war. Ich kann höchstens so sehr ein Goal machen. Langsam ist es auch lustig. Irgendwie 3-4 Warchecks. Penalty jetzt noch möglich. 6 Minuten oben drauf. Es war. Eben, wie schon gesagt, höchstens noch ein Ehrengoal. Nicht mal der Standard. Nicht mal mehr. Der Standard, Schiri hat sich eh schon auf die Uhr geschaut. Es wird jetzt zum Üblichen kommen. Berner vor ihrer Kurve, auch wenn sie 0-3 verloren haben. Und Aston Villa wird vor die mitgereisten Engländer da. Und natürlich sind 0-3 die 3 erfolgreichen Punkte mit ihren Fans feiern. Ja, es ist so weit. Wir haben es gehört, Schlussresultat 0-3. Wir kommen jetzt zu den Szenen, die ich gerade vor 10 Sekunden gefühlt erwähnt habe. Und dann sehen wir uns wieder bei den Stats und allem, was dazu gehört. Schaut das an. So geile Bilder. Eben. Beine sicher. Höhe und Tiefe. Für die einen geil, für die anderen nicht. Aber so ist der Fußball. Das wär's für Sie. Wir sehen uns außerhalb vom schönen Stadion Bankdorf wieder. Nach dem 0-3 mit den Stats und allem. Es ist ja ein richtig früher Mann. Schön nach AC Milan gegen Liverpool reinziehen. Das wäre übrigens auch auf dem Spielplan gestanden. Sind dann doch die Schweiz unterstützen. Wie letztes Jahr haben wir gesagt, zwar krassere Spiel von den Namen, aber die Schweiz wird tendenziell, wobei eigentlich primär immer unterstützt, auch wenn es krasse Top-Spiel gibt. Egal, nur geschnurrt. Ich muss nicht weiter schnurren. Ein ganz komischer Cut jetzt gewesen. Einfach abgeschnitten. Wir sehen das wieder draußen. Ich schnurre jetzt nicht länger. Das war es. Nach einer halben Stunde gefahren. Ich hoffe, dann hörst du Champions League. Machst du aus Schweizer Sicht besser. In Zürich melde ich mich gerade. Also, wir sehen uns gerade. Ich glaube, ich bin dönersüchtig. Ich glaube, ich bin wirklich dönersüchtig. Wir sind zurück zu Hause. Ich blende auch jetzt neben mir zu Tätzi. Spontan, wirklich spontan. Ihr habt gemerkt, der Vlog ohne richtiges Intro, im Stress, vom Arbeiten, dass wir es überhaupt geschafft haben. Ein Wunder, dass mein Homie und ich überhaupt irgendwie an Tickets gekommen sind.
ein komplettes Wunder. Nochmal ganz einen grossen Kuss geht raus. Ihr checkt es schon. Ihr seht es neben mir. Das ist jetzt absolut verdienter Sieg von Aston Villa. 0-3. Ich sage nicht zu viel. Ich will das Intro kurz behalten. Emi Martinez, einer meiner Lieblingsgoalies. Ich habe euch vielleicht im Video schon gesagt, warum, wie, was, wo, wer, wo. Ich sage nichts mehr dazu. Stats-technisch, ihr seht Expected Goals, ihr seht Schüsse. Aston Villa, wie gerade vor 10 Sekunden gesagt, komplett verdient. Es ist schade, weil IB die ersten 20 Minuten richtig gut gemacht. IB hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, die ersten 20 Minuten. Und dann unnötige Buden bekommen, wirklich. So unnötige, nicht mal so klasse Buden, außer dann das Goal von Onana. Sie haben auch zwei Goals bekommen. Sie haben insgesamt 5 Goals kassiert. 2 haben nicht gezählt. Also war. Nein, war Drama ist nicht, aber war hat ein bisschen Szene gemacht. Der war hat wieder mal ein bisschen gezeigt, der war ist unnötig im Fußball. Also nötig im Sinne von Fehlentscheid werden aufgedeckt, aber der war ist auch wieder mal am Szene machen, die ganze Zeit am Checken. 10 Minuten gefühlt, 6 Minuten Nachspielzeit, ich verstehe es auch nicht. Schlussendlich Aston Villa holt sich die ersten 3 Punkte. Ganz ein spezielles neues Format. Irgendwie Liverpool hat auch noch gewonnen, Sporting hat gewonnen. Wer hat noch gewonnen? Ich muss ganz kurz überlegen, wer hat heute noch gespielt? Ich glaube, Liverpool, Sporting, IB, Bayern hat 9-2 gegen Dynamo Zagreb gewonnen. 9-2, also es ist crazy. Juve 3-1 gegen Eindhoven. Halte mich kurz. Ich muss jetzt nicht zu fest aufs Spiel eingehen. Es ist einfach schade, dass man durch so Fehler ein Goal kassiert. 2-0 vor allem, so einen billigen Fehlpass. Aber egal, es kann passieren auf so einer grossen Stage. Der Innenverteidiger, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er komplett Erfahrung hat. Ich glaube, der hat gar keine Erfahrung. So, ich habe den gefühlt noch nie bei IB gesehen. Nimm sie dann irgendwo durch übel. Ich meine, passiert, Debüt auf der grossen europäischen Bühne. Kann mal so etwas passieren, sollte nicht passieren, aber darf mal passieren. Aber dann ist es leider genau in einem Spiel, wo das erste ist und Aston Villa hat halt jetzt die 3 Punkte. Aber abgesehen von dem, die nächsten Vlogs werde ich dann richtig erklären, wie es läuft. Dies, das, Ananas. Und in dem Sinne, wir sehen uns wieder mit dem gefühlt grössten und krassesten Spiel in dieser Super League. Klassiker, El Clasico in der Schweiz, im Jockeli, Basel gegen FCZ. Lasst ein Like, Comment und Abo da. Und wir sehen uns beim Schweizer Klassiker. Ciao, ciao.